Was hat Martin uns wohl zu sagen nach seiner Transformation zu Good Guy Martin? Andreas Mahler, schön euch nach all den Jahren wiederzusehen. Ich glaube, die letzten Worte, die er uns gesagt hat, ist ungefähr sowas wie: Fahrt zur Hölle. Und deswegen können wir. Ja, und unser Charakter sagt das nämlich auch. Es überrascht mich, das zu hören. Deine letzten Worte an mich waren alles andere als freundlich. Das ist so lange her, ich kann mich kaum erinnern. Wir sagen, wir müssen nicht unbedingt den genauen Wortlaut wiederholen, würde ich sagen, an der Stelle. Es tut mir leid, dass ich damals so ein Aas war. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen, das war vor langer Zeit. Du scheinst seitdem viel gelernt zu haben. Ja, irgendwie schon. 7 Jahre sind eine lange Zeit für einen jungen Mann. Besonders wenn er das durchgemacht hat, was ich erlebt habe. Und was hast du erlebt? Ah ja, richtig. Ihr wisst, dass ich dem. Oh, wir haben ihm vorhin so eine ängstliche Stimme gegeben. Aber jetzt klingt er gar nicht mehr so ängstlich, ne? Und wir haben ihm davor die böse Stimme gegeben, aber er klingt auch nicht mehr so böse. Wie klingt er denn jetzt dann? Verständnisvoll. Ihr wisst, dass ich dem Baron einige Dinge gestohlen hatte. Ich bin nicht sehr weit damit gekommen. Ich wollte alles in Walgau verkaufen und wurde ausgeraubt. Geschieht mir wohl nur recht, oh krass. Zum Glück haben sie die Münzen nicht gefunden. Mit dem Gold konnte ich noch 1,5 Monate durch Bayern ziehen. Dann fing ich an zu stehlen. Mit der Zeit wurde ich kräftiger und selbstbewusster und wurde schließlich ein Straßenräuber. Wow, okay. Du hast das Glück, dass du nicht getötet wurdest. Und deshalb habe ich am Ende auch aufgehört. Im letzten Jahr meines Abenteuers hatte ich einen Kumpanen. Oh, der ist bestimmt gestorben. Wir wollten ein paar Italiener ausrauben. Wir dachten, sie wären Händler unter dem Banner des heiligen Georg. Waren sie nicht. Es waren Soldaten, die den Besitz einer italienischen Bank bewachten. Mein Kumpan hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Eieiei. Ich war verwundet und allein in der Wildnis. Ich dachte an meinen Vater, meine Mutter, Brigitte. Mir wurde klar, dass ich mich nicht mehr an Wolfs Gesicht erinnern konnte. Ich musste zurückkehren und ich mich der Verantwortung stellen, die ich einfach zurückgelassen habe. War es schwer zurückzukehren? War es. Fühlte sich an, als wäre ich aus einem ganz anderen Leben in dieses zurückgekehrt. Es hatte eine Weile gedauert, mich an alles zu gewöhnen, mich daran zu erinnern, wie es früher war. Nun, das ist jetzt aber alles Vergangenheit. Ich muss nach vorne sehen. Boah, scheiße, Leute. Der hat echt. Also, es kommt mir echt so vor, als hätte er eine Wandlung durchgemacht. Das war eine richtige Rede, die du dort gehalten hast. Wir wollen das Gespräch noch ruhig weitermachen. Es braucht Unterstützung. Die Leute hier sind nicht so sehr erpicht darauf, sich dem Abt entgegenzustellen. Wir haben wenig zu gewinnen und viel zu verlieren, wenn der Abt den Herzog dazu holt. Also, ich muss zurück an die Arbeit. Gut, dass wir geredet haben. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns wahrscheinlich an irgendeiner Stelle hier stellen müssen, ne? Wollen wir die Revolution unterstützen oder nicht? Ich bin ja eigentlich immer Freund von Revolution. Wir müssen allerdings natürlich herausfinden, was der Preis dafür sein wird. Und Hedi sagt: Hallo, Andreas. Und, ne, Revolution, ne? Also, das ist ja tatsächlich auch politikwissenschaftlich ein sehr interessantes Thema, wie Revolutionen funktionieren. Definitiv nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt auf jeden Fall Diskussionen davon, ob es überhaupt friedliche Revolutionen geben kann. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Mal gucken, was der Hans sagt. Auch der ist groß geworden. Der war immer wortkarg, jetzt redet er ein bisschen mehr. Ist allerdings, ja, ich meine, er ist neugierig. Und fragt, ob Salzburg weit entfernt ist. Ein paar Tagesritte. Und er hat die Stadt noch nie verlassen. Er hat noch nie ein Pferd geritten.
Ich meine, ich weiß nicht. Sollten wir ihm sagen, dass er die Stadt verlassen soll? Er war halt schon immer so von wegen so ein bisschen gleichgültig alles gegenüber. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das so sein Typ? Oder ist das die Erziehung von ihm? Wir haben gehört, dass sein Vater, also ich habe ihn nie streng erlebt, aber ich glaube, der Wolf, der gestorben ist, hat gesagt, dass sein Bruder, was er ist, glaube ich, sehr streng ist. Und Tassing ist eigentlich auch ein guter Ort zum Leben. Nichtsdestotrotz würde ich ihm trotzdem sagen, dass er sich wenigstens einmal umgucken sollte. Kennt ihr eine andere Alpenstadt mit zwei Heiligen? Mir gefällt's alles in allem. Das liegt daran, dass du noch nie woanders warst. Obwohl, ganz ehrlich, alles. Okay. Sogar Nürnberg? Vor allem Nürnberg. Ja, sorry, Leute, alle, die aus Nürnberg kommen. Ich weiß aber auch gar nicht, in welchen Zeiten Nürnberg so seine Schritte gemacht hat. Ich meine, als ich in Nürnberg war, vor allem in dem Vergleich, aus welcher Stadt ich komme, oder in der ich gerade lebe, ist vielleicht die bessere Ansage, ist Nürnberg doch ein ganz schöner Ort, würde ich sagen. Aber wer weiß, wie es da um 1500 ausgesehen hat. Wir wissen ja, ne, Bayern Anfang, aber auch das ist natürlich ein schlechter Vergleich, ne? Aber als hier die Solidarität zwischen den Bundesländern ausgehandelt wurden, da war ja Bayern noch Nehmerland. Und ja, natürlich auch zeitlich gesehen auch keine Ahnung, inwieweit das reinspielt. Salzburg soll auch super schön sein. Ich habe einen Freund, der da studiert hat, aber ich war da mal nie. Dann bin ich froh, dass ich in Tassing lebe. Zumindest ist es mein Drecksloch. Ja, das sagen. Das ist schön gesagt. Das sage ich auch gerne. Weise Worte von ihm. Andreas Mahler. Ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal in Tassing zu sehen. Ihr scheint es durchaus zu etwas gebracht zu haben. Und wie ist es euch ergangen? Eine Zeit lang ging es mir gut. Die Witwe Kemperin verlor ihr Land und ihr Abt ließ uns darauf arbeiten. Mein Bruder ist nicht lange danach von uns gegangen. Aber dann kam Martin zurück, um uns auf dem Land zu helfen. Es war schwer, die Forderungen des Abtes zu erfüllen, die Abgaben und alles andere. Ja, viele sind deswegen aufgebracht. Ich weiß, dass ihr euch auch nicht gut mit dem Mann verstanden habt. Ja, das stimmt. Und Vater Matthias... Oh, ich habe nicht so... nicht wegklicken sollen. Irgendwas war mit Vater Matthias. Es war schön, euch zu sehen, Andreas. Auch wenn ihr nicht lange bleibt. Ja, schade, ne? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit. So, ich glaube, hier im nächsten Screen bei den Gärtners kommen wir mit der Uhr weiter. Das heißt, wir kehren nochmal ganz kurz zurück und schauen uns im Gasthaus vorbei. Ich hoffe, ich mache damit keinen Fehler. Und dass die Uhr sich nicht am Gasthaus weiterdreht. Wir gucken mal ganz kurz Essenszeit. Ich hoffe, dass wir nicht dort essen. Wo wollen wir hin? Zur Kirche und dann eins weiter rechts. Da gucken wir uns nochmal ganz kurz um. Ich weiß zwar nicht, ob wir da irgendwas machen können. Bitte, bitte, bitte können wir da nicht essen. Da ist der Kilian. Können wir die Treppen hochlaufen? Können wir? Da ist auch Hannah. Sprechen wir mit ihr? Sie scheint nicht so gesprächig zu sein. Da ist das Gästezimmer. Können wir in unser Zimmer rein? Können wir einfach schlafen gehen? Wir gehen jetzt nicht schlafen. Nee. Wir gehen nicht vor dem Abendessen schlafen. Das scheint mir töricht. Sondern wir gehen die Treppen runter. Ich frage mich, ob wenn wir die Mütze nicht abgegeben hätten, ob wir sie noch auf dem Kopf hätten. Die sind nicht ganz so gesprächig bisher. Aber das war trotzdem wichtig. Vielleicht hat Samuel was zu sagen. Gut, Leute, dass wir hier nochmal hingegangen sind.
Ich denke mal, ohne die Information hier, da hätten wir sicherlich was verpasst. Okay, Leute, sieht so aus, als ich glaube, wir waren überall. Lasst uns brunchen gehen oder so. Wir haben Till nicht hier gesehen. Den Schäfer der Schafe. Natürlich die Frage, ist er mit den Schafen unterwegs oder war es das mit ihm? Bin mir nicht so sicher. Er war schon auf jeden Fall vom älteren. Von der älteren Sorte. Aber, ja. Nehmen wir die Anime-Logik, ne? Nichts ist tot, solange man nicht seine Leiche sieht. Und gehen mal in das Haus der Gärtner. Sind schon alle drin, ne? Sieht so aus, als wären schon alle drin. Alle am Leben. Das sind auch gute Nachrichten. Sogar der kranke Peter. Boah, der kranke Peter, ne? Hat einfach überlebt. Alle alten Leute sind gestorben, außer der kranke Peter. Krass. Ihr seid es. Der Künstler, der vor ein paar Jahren hier war. Ja, Andreas Mahler. Ich bin überrascht, dass du dich an mich erinnerst. Es scheinen alle zu glauben, dass mein Verstand mich verlässt, aber er ist doch messerscharf. Älteres stellt Nägel her, wisst ihr, ein guter Mann. Okay. Kommt ihr wieder bei meiner Familie unter? Nee, wir sind in der goldenen Hand. Die Pfennigfüchse verlangen von uns für ein Bier genauso viel wie von den Pilgern. Aber unterstützen das Anliegen meines Sohns nicht. Der eine neue Abt muss sie beeinflusst haben, dieser Mistkerl. Warum hast du den Abt so sehr? Nachdem Vater Matthias gestorben ist alles den Bach runtergegangen. Dieser Mann, Gott sei seiner Seele gnädig, hat die Abgaben nie erhöht. In harten Wintern hat er den Zehnt gefordert, aber damals haben wir der Abtei sehr gerne geholfen. Wir konnten uns aus dem Wald nehmen, was wir brauchten. Bruder Florian hat uns mit seiner Krankheit geholfen. Lasst uns den Weisen unserer Vorväter folgen. Der alte Abt war ein wahrer Christenmensch, ja. Und wir mochten den alten Abt auch, zumindest nach all dem, was wir gehört haben. Denn er hat auch das Wissen gefördert. Und dann? Vater Gernot hat versprochen, dass zwischen der Abtei und uns, den Bauern, alles unverändert bliebe. Aber er war zu dumm, um zu glauben. Zuerst hatte er Florian nicht mehr erlaubt, uns zu besuchen. Und wir mochten Florian. Das war unser Arztfreund. Schade. Ich hoffe, der ist noch da. Die Abgaben wurden höher. Zahlungen waren und Vieh nicht mehr angenommen. Jetzt nimmt er nur noch Geld an. Als würde er in einem Jahr genug verdienen, um auch unsere Pacht zahlen zu können. Wir sind diesem Metzger völlig gleich. Und wir merken vielleicht so ein bisschen, woher Otto das auch haben könnte. Auch wenn sie nicht direkt verwandt sind. So war Vater Matthias nicht. Der Abtei hatte damals großzügige Gönner, das hatte sie, mit dem Baron. Es war nicht so schwierig. Es ist nicht Vater Gernot schuld, dass er Abgaben erhöhen musste. Das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Wir wissen auch noch nicht, ob es einen neuen Gönner gibt, ne? Wie die Rechte am Ende da weiter verlaufen sind, ob die Frau das bekommen hat. Sie schien allerdings nicht so die Frau zu sein, obwohl sie hat sich Mühe gegeben, glaube ich, mit ihrem Mann mitzuhalten, was das Wissen anging. Ich weiß auch nicht, auf wen sonst das Erbe übergehen würde. Ob wir da jemanden Verdächtigen hätten. Ich wusste nicht, wie hart die Einschränkungen für euch sind. Vater Gernot ist also schon länger ein Google-Franz, als ich dachte. Boah, was wollen wir denn an dieser Stelle sagen? Boah, was sagt ihr? Sollten wir? Ich meine, das Erste würde ich auf keinen Fall sagen.
Wir wissen nicht, wie die Situation in der Abtei ist. Auch wenn wir uns denken können, dass es... Also, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass es schwer ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gerade nachdem wir gehört haben, dass die scheinbar Spenden bekommen. Oder irgendwoher Gelder bekommen. Und ich glaube halt, mehr oder weniger, wenn wir das Letzte sagen, dass das so ein bisschen mehr das ist, was er hören will. Was halt, ja. Und wir mögen Vater Gernot auch nicht, ne? Ich tendiere tatsächlich zur letzten Antwort. Ihr solltet mit meinem Sohn sprechen. Ihr solltet ihm helfen, diesen Pfaffen aufzuhalten. Ich sollte aufbrechen. Na gut. Okay, interessant. So, reden wir als nächstes. Können wir die Treppen noch immer hochlaufen? Nee, ich versuch's nochmal. Reden wir als nächstes mit Veronika. Hallo Andreas! Wie schön, dass ihr zurück seid! Hallo Veronika, wie geht es euch? Alle ziehen und zerren an mir herum. Okay. Mutter liegt mir in den Ohren, wann sie endlich Enkel bekommt. Okay, I guess. Can understand. Als hätte ich nicht schon genug Arbeit. Ihr seid verheiratet. Für die Zukunft vorzusorgen ist keine schlechte Idee, Veronika. Diese Entscheidung sollte man nicht übers Knie brechen. Scheinbar wissen wir nicht mal, dass sie verheiratet ist. Also nutze ich mal die Gelegenheit, um davon mehr zu erfahren. Ja, wo hättet ihr das wohl wissen können? Jörg und ich haben vorletzten Frühling geheiratet. Oh, mit dem Jörg. Ich glaube, Jörg hatte eh ein Auge für sie, ne? War das so? Ich glaube, das war in der ersten Folge. Bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Das ist ja schön, dass das geklappt hat. Ja, ne? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt will meine Mutter unbedingt Enkelkinder. Habt ihr beiden etwa Ärger? Okay. Die Entscheidung sollte... Ja, was sagen wir? Es ist gleichzeitig klug, für die Zukunft vorzusorgen, aber im Endeffekt... Ja, ne? Also, die Sache ist ja so ein bisschen, dass wir hier den Kontext mit überlegen müssen, ne? Wir sind im 15. Jahrhundert. Ich glaube, unser Rentensystem war an dieser Stelle noch nicht so aktiv. Und damals war es dann also quasi, dass die Kinder, die man hat, die Rente mehr oder weniger waren, ne? Und deswegen ist dieses Argument, für die Zukunft vorzusorgen, mehr oder weniger ein Argument sozusagen, wie von wegen spare dir irgendwas an, was dich später durchs Alter bringt. Also es ist kein schwaches Argument. Gleichzeitig ist das Kinderkriegen ja tatsächlich eine Entscheidung, die man vielleicht eher aus Liebe treffen sollte. Aber wir sind auch wieder im 15. Jahrhundert. Das Konzept von Liebe und Ehe, die gehören noch nicht zusammen. Das kommt erst in, keine Ahnung, 300 Jahren. Oder, obwohl das entwickelt sich, glaube ich, jetzt in der Zeit erst so ein bisschen. Allerdings ist das auch wiederum, ich glaube, in bäuerlichen Häusern eher verbreitet als im Adel oder in der Bürgerschaft, dass es sowas wie Liebe gibt. Habt ihr beiden etwa eher gar irgendwie, erschließt sich die Frage mir nicht, warum, wir das darauf antworten. Ah, schwierige Antwort. Schwierige Option. Ich glaube, wir sind Künstler und als Künstler entscheiden wir uns für die Liebe. Das sage ich ihr ja auch ständig. Vielleicht solltet ihr mit ihr reden. Einen erfolgreichen Mann, wie ihr euch, hört sie zu. Na gut, ich sollte an die Arbeit. Okay. Mal gucken, was Ursula sagt. Die war ja noch sehr klein, als wir sie das letzte Mal gesprochen haben. Hallo. Hallo Ursula, erinnerst du dich an mich? Nein.
Sollte ich? Ich bin Andreas, deine Eltern sind alte Freunde von mir. Kein Wunder, dass du dich nicht, mich nicht erkennst. Ich bin nicht mehr der arme Künstler von damals. Ah, das klingt so protzerisch, finde ich. Nein, du warst sehr klein, als ich zuletzt hier in Tasting war. Ich habe bei deinen Eltern gewohnt. Früher hast du mir mit einem Stock in den Fuß gestochen, um mich aufzuwecken. Das finde ich lustig. Ich finde die erste Antwort zwar auch gut, aber ich finde die andere Antwort lustig. Wirklich? Ja, ich war in dem Zimmer im Obergeschoss. Vielleicht kann sie sich noch daran erinnern, das wäre schön. Daran erinnere ich mich wirklich. Ich glaube, du hast mir einmal eine Geschichte erzählt. Ja. Mama und Papa reden manchmal von dir. Du bist weggegangen, um noch mehr zu lernen. Wie war das so? Nun, als ich in Krakau war, habe ich eine neue Drucktechnik gelernt. Nein, das meine ich doch gar nicht. Erzähl von deinen Reisen. Okay, let's go. Der Marktplatz dort ist fast größer als ganz Tasting. Überall wimmelt es von Händlern aus allen Ecken des Kontinents. Ich habe eine Höhle gesehen, in der ein Drache lebte. Oh, ich mag solche Geschichten mit Höhlen und Drachen. Kommt mir aus irgendwoher bekannt. Vielleicht aus meinem Namen oder aus dem, was ich so gerne mache. Aber ich glaube, wir sollten sie nicht anlügen. Deswegen jetzt, und ich meine, es ist ja trotzdem beeindruckend. Und ja, also zumindest im modernen Krakau auf jeden Fall auch der Fall. Dort soll sogar ein Glockenturm neben der Kirche auf dem Platz gebaut werden. So einen wie den Balthas bauen will? Oh, sie kennt sogar den Erfinder. Cool. Vielleicht. Die Stadt muss riesig sein. Der Markt größer als Tasting ist. Die würde ich gerne sehen. Ja, ich hoffe, sie kriegt die Gelegenheit. Vielleicht wirst du das irgendwann. Krakau ist sehr weit weg. Vielleicht fährst du zuerst mal nach Nürnberg. Wir haben vor 2 Minuten erst gesagt, wir hatten Nürnberg. Bist du jetzt zufrieden? Ich würde trotzdem sagen, vielleicht wirst du das irgendwann. Ja. Papa sagt, wir haben Glück, wenn wir den Winter überleben. Aber ich glaube, er übertreibt. Andreas, darf ich dich etwas fragen? Natürlich. Kennst du die Geschichten über Perchter und die wilde Jagd? Wait, ist das Witcher? Ist das Witcher? Oder gibt's, oder kommen die Witcher-Geschichten aus der germanischen Mythologie? I don't know. Interesting, mega interesting. Ein bisschen. Ich habe erst von ihnen erfahren, als ich hier lebte. Warum? Sind sie böse? Wie böse? Nun, mein Opa erzählt mir Dinge über Perchter und Geister, Zauber und die alte Frau, Ottilie. Sie spricht auch darüber. Sie sagt all diese Worte, die ich nicht verstehe. Sie hat mir gesagt, sie gehören zu den alten Bräuchen oder so. Also, warum denkst du, dass sie böse sind? Nun, mein Vater sagt, ich solle mir nichts davon anhören. Er sagt, das ist Unsinn. Und dass Vater Thomas wütend wird. Ja, vor Vater Thomas haben wir alle noch ein bisschen unsere Sorgen. Er sagt, er toleriert es nur bei alten Menschen, weil sie zu sehr ihren Bräuchen verhaftet sind. Das ist interessant. Also das sind Argumente, die hören wir auch heute noch. In etwas anderen Kontexten. Ich will keine Schwierigkeiten, aber Opa sagt, wenn ich die alten Bräuche nicht lerne, werden sie einfach vergessen. Also, sind sie böse? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine wegentscheidende Entscheidung, die wir hier treffen sollen, ne? Mal gucken wir uns erstmal die Antworten an. Wir können sagen, nein, sie sind nicht böse. Du
Du solltest so viel wie möglich lernen, solange du kannst. Das finde ich schön. Sie sind nicht böse, aber die Geschichten könnten dich in Schwierigkeiten bringen, also... Wir wissen ehrlich gesagt auch nichts von diesen Riten, ne? Und wir wissen auch nicht, ob wie gefährlich diese Riten sind, ne? Weil, ihr erinnert euch ja an Vater Fering, der hat ja gesagt, und ich weiß nicht, ob das eine Lüge oder die Wahrheit ist, dass er sich selber mit dem Stab gegeißelt hat, quasi. Und, ja, ich würde sagen, es ist auch nicht hundertprozentig auszuschließen, dass der Baron die Schnittwunde sich nicht in einem Ritual zugefügt hat, auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass er das Ding gezogen hat und dann darauf gefallen ist. Deswegen, es könnte schon gefährlich sein. Und es ist in der Tat so, dass sie in Schwierigkeiten gebracht werden könnte, wenn sie diese Riten... Aber, also, im Endeffekt ist ja das Interessante daran, ja, ne? Wir können sagen, sie sind böse oder wir sind nicht böse oder sie sind nicht böse, ne? Aber was... Ich glaube, wir müssen Vertrauen in die Menschen haben und hoffen das Beste. Wirklich? Oh. okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so mega darüber ärgere, dass das jetzt nicht fehlgeschlagen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell ein Achievement geben würde. Dann würde ich mich darüber ärgern, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, stimmt. Wir hätten jetzt die Reisegeschichte erzählen können. Ich hoffe trotzdem, dass das dass die Bräuche nicht zu Ende gehen. Oh nein! Es tut mir leid. Vergiss, was ich gesagt habe. Trotzdem ein bisschen schade, oder? Ein bisschen schade an der Stelle, finde ich. Ich glaube aber, also falls wir einen zweiten Playthrough machen, oder wenn ich den alleine mache, dann würde ich auf jeden Fall gerne den Okkultismusbaum mitnehmen. Und dann gehen wir voll auf diese ganze Schiene und gucken, was da rauskommt. York hat uns nichts zu sagen. Peter auch nicht. Clara vielleicht. Willkommen zurück, Andreas. Wir wollten gerade essen. Wolltet ihr euch dazusetzen? Ich glaube, wir waren überall, oder? Wartet mal ganz kurz. Waren wir überall? Eine Sache würde ich doch ganz kurz gucken. Waren wir bei den Müllern? Also beim Haus des Müllers? Der ist ja hier um die Ecke. Das will ich doch ganz kurz gucken. Des Zimmermanns. Wait. Wollten die nicht auch mit uns essen? Oder wollten die nur mit uns reden? Oh, da ist klein Otto. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal mit denen reden, oder? Weil wenn wir essen, wird auf jeden Fall die Uhr weitergehen. Also sollten wir erstmal hier reden. Und ich glaube, das Gespräch mit Otto wäre mir sogar wichtiger als das Essen, falls die Uhr trotzdem weitergeht. Okay, Eva hat nicht so viel zu sagen. Mal gucken, was Otto zu sagen hat. Weil wir wollen unbedingt etwas über Ottos Motive herausfinden. Genau, denn Otto scheint ein Zeichen von Gott bekommen zu haben. Da bin ich mal drauf gespannt. Ich habe etwas gefunden, erst vor ein paar Tagen. Das klingt jetzt verrückt, aber... Ich habe den Kopf des heiligen Moritz gefunden. Ja, durchaus. Eher auf der Verrücktskala. Was? Dein Kopf? Seid ihr sicher? Ihr habt recht, das klingt wirklich verrückt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das ist eine gute Antwort, darauf zu antworten.
Lobet den Herren! Denn das zeigt jedem, dass er auf unserer Seite ist. Ja, da hast du recht. Okay. Mehr kann ich bis zum Johannistag nicht sagen. For real? Okay. I guess. Dann werden es alle wissen. Okay. Wer weiß sonst noch davon? Nur diejenigen, die es wissen müssen. Also wird er irgendwie in ein, zwei Tagen mit so einem toten Schädel in den Händen mit den Leuten sprechen. Das wird definitiv Vertrauen erwecken. Und erinnert mich gar nicht an meine D&D-Gruppen. Also gar nicht. Schön. Nur die Wichtigsten und wir, stimmt euch das so unbedingt, gleich am Johannistag, wenn ich erfahre, was der Trubel soll. Mhm. Ja, Leute, was machen wir mit der Information? Gar nichts, oder? Gar nichts, oder? Wir können, ich glaube, das ändert absolut nichts, oder? Können wir das irgendwem erzählen? Können wir mit irgendwem darüber reden? Ich meine nicht, oder? Ich meine, wir könnten es der Kirche erzählen, aber was soll die Kirche sagen? Ey, yo, der Dude hat einen Kopf von eurem Heiligen gefunden. Dann wird die sagen, ja, tötet ihn doch, der scheiß Ketzer. Ich weiß nicht so recht. Ich meine, die Frage ist so ein bisschen, wie will er beweisen, dass das der Kopf des Heiligen Moritz ist? I'm not sure. Sehr, 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 sehr strange, diese Situation. Ich würde allerdings sagen, wir gehen essen. Ich glaube, wir können an der Stelle mit niemandem weiterreden. Letzter Moment, Halt zu schreien, während ich einen Schluck Tee trinke. Let's go. Dinner time. Fühlt sich fast an wie früher. Oh, wie schön der Tisch, also wie schön voll der Tisch ist, wenn die ganze Familie da dran sitzt. Wahrlich ein Segen, alle wieder beieinander zu haben. Wenn auch nur so kurz. Okay. Behaltet mal euren Burschen im Auge, Andreas. Der soll aufpassen, wie viel er sich nimmt. Junge Kerle essen so viel. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Peter, hör auf. Andreas ist unser Gast. Warum leistest du nicht lieber das Tischgebet an? Warum leitest du? Na gut. Segne uns, o Herr. Und dass diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Wir beten für unsere geliebte Christine, die vor so vielen Jahren von uns gegangen ist. Bitte hilf mir, meine Familie in diesen schwierigen Zeiten zu schützen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und alle sagen Amen. Oh nein! Kaspar flüstert uns, glaube ich, zu. Meister Andreas! Warum essen wir nur Brot? Ach, nur wir Brot, oh. Die Gärtners können sich nicht viel. Achso. Die Gärtners können sich nicht viel Brot leisten, sie sind höflich. Still, Kaspar, nichts sagen. Ich glaube. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, ob es dadurch, dass es so ein bisschen kursiv gedruckt ist, geflüstert wird. Deswegen hoffe ich, dass wir das an der Stelle zu ihm zuflüstern können. Ach, Andreas, es ist so schön, wieder euch hier zu haben. Und mit einem weiteren Gast ist der junge Mann euer Helfer? Kaspar, ja, er ist mein Lehrling. Ach. Das erklärt, warum ich ihm in sein. Warum ich ihn in sein kleines Büchlein schreiben sah.
der Abstand zwischen den zwei Wörtern ist ziemlich klein. Ich erinnere mich, wie ihr das in eurer Zeit auch immer gemacht habt. So, Leute. Wir haben sogar Käse. Leute, es ist nicht nur einfach Brot. Oder haben die anderen nur... Ich weiß es gar nicht. Also, wir haben Brot, Käse und Suppe. In welcher Reihenfolge essen wir das, Leute? Mal wieder eine schwere Herausforderung. Ich würde tatsächlich den Käse zuerst essen, dann die Suppe und dann das Brot. Ich weiß, definitiv questionable, aber so würde ich es tun. Zeichnet ihr noch immer in euren Tagebuch, Andreas? Oh nein. Wir können nur sagen, die wenige Freizeit, die wir haben, verbringen wir mit Büchern. Aber die anderen Optionen sind genauso schlecht, dann verbringen wir die Zeit doch lieber mit den Büchern. Tante Eva hat gesagt, sie bringt mir das Lesen bei, aber ihr Buch wurde bei einer Überschwemmung zerstört. Wie schön, dass ihr die Zeit findet. Und wir schinden uns Tag ein, Tag aus. Und dieser abscheuliche Abt huggert uns aus, während er den verschissenen Messwein trinkt. Lass ihn in Frieden, Vater. Er ist gerade erst angekommen. Wie hat euch das Schicksal in den letzten Jahren mitgespielt? Uff. Ich fürchte, der Herr stellt uns mit diesen schweren Zeiten auf die Probe. So... So kann man das auch sagen. Ich scheiße hier. Das alles. Ach, ist scheiße hier. Ja, okay. Vielleicht solltest du nicht dich ausruhen, Großvater. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich aufrecht sitzend an meinem eigenen gottverdammten Tisch. Die ganze Familie war krank, Andreas, Peter, sein Vater, Ursula, alle hatten Fieber. Clara verlor vor einem Jahr ihren Sohn im Kind. Oh nein, und da kommt uns unsere Wissenschaft mal wieder zur Hilfe. Nicht unbedingt in dem taktvollsten Sinne. Ah, verdammt. Agnes meinte, es könnte an einem Schreck durch die Flut gelegen haben. Agnes ist die Hebamme. Sie sollte sich mit Kindern auskennen. Der Grund klingt trotzdem etwas... fragwürdig. Ah, okay. Die Flut hatte sie fast fortgespült. Und dann kam das Kind verfrüht. Okay, ja gut, das erklärt's. Ja, okay. Agnes tat ihr Bestes, ihn zu retten. Aber sein Kopf... Gut, dass wir in der Zeit sind, dass der Herr Trost... Ach, scheiße. Ich wollte jetzt gerade sagen, gut, dass wir in einer Zeit sind, dass der Herr Trost spendet. Vielleicht ist das ja bei dem Tisch gar nicht so angebracht, wegen der anderen. Was ist das hier? Nicht darüber... Scheinbar sagt unser Kopf, dass wir nicht darüber nachdenken. Und unsere Dame in unserem Kopf sagt, dass wir schon daran nachdenken. Sie sagt, wir sollen nichts sagen. Ich glaube, vielleicht an diesem Tisch ist es angebracht. Mir scheint, der Herr blickt nur noch selten auf Tassing herab. Deshalb ist es Zeit, dass wir die selbst anpacken, die Dinge. Wir sind beim Essen, nicht beim Tisch. Meinst du? Recht hat er.
Können wir über etwas anderes sprechen? Ja, wie wir das Brot essen. Als ihr fort wart, Andreas, hat York hier geheiratet. Ja, das habe ich schon gehört. Veronika und du, ihr gebt ein hübsches Paar ab, York. Danke. York war gut zu mir. Und so viele andere Möglichkeiten bietet das Ding ja auch nicht. Ah, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, hoffentlich, sagt meine Partnerin das nicht. Wirklich sehr liebevolle Worte. Das ist ein paar Jahre her, aber gewohnt bin ich die Ehe noch immer nicht. Wir können fragen, gibt es schon Kinder? Die Zeit wäre ja da gewesen. Oh Leute, dafür hätten wir jetzt dann eigentlich die Uhr von dem Erfinder abholen müssen. Die hätten wir dann jetzt so rausgeholt und dann auf die Uhr drauf gezeigt. Gehen natürlich mit der anderen Option. Mein Glückwunsch, York. Ich freue mich für euch. Danke, Andreas. Das war unser einer großer Segen in einer dunklen Zeit. Ich hoffe allerdings, es kommen bald noch ein paar kleine Segen dazu. Zwinker, zwinker. Ich verstehe das nicht. Siehst du das? Oh, oh. Crespa, mal gucken, ob du dich gut schlägst. Ach, vergiss es, Ursula. Was hast du eigentlich gemacht, Andreas? Ausländische Kunden haben fürchterliche Ansprüche und ich habe ein Vermögen ausgegeben, auf Reisen meine Tinten feucht auf die Leinwand trocken zu halten. Ich finde, das klingt so ein bisschen dekadent. Auch wenn unser Charakter sich tatsächlich darüber ja beschwert hat, finde ich das nicht angebracht, in der Situation zu sagen. Wir könnten über Nürnberg lästern. Auch da hat das unser Charakter schon gesagt, dass Nürnberg nicht so der tollste Ort ist. Und seine Mäzene bezahlen dafür, auch wenn er das nicht so... Ja, das dauert ewig. Oder wir können über Kaspers Lehre sagen. Aber das klingt auch so negativ. Irgendwie gefallen mir alle drei Optionen nicht so wirklich, wirklich. Gucken, was unser Kopf dazu sagt. Was soll ich sagen? Mein Leben scheint den Ihren plötzlich so fern. Mein Geist ist völlig leer. Was soll ich sagen? Lass sie nicht warten. Oh, sehr interessant. Es kommt wieder nur die Frau. Bedeutet das, dass wir uns für die Frau entschieden haben? Ich muss ja sagen, wenn man sich so meinen ersten Akt anguckt, ich fand, wir waren ziemlich ausgeglichen. Ich hätte sogar gesagt, wir hätten den Halunken am häufigsten gewählt, aber vielleicht nicht bei den wichtigen Entscheidungen. Und das war auf jeden Fall auch nicht mein Plan. Oh Gott, irgendwie sind unsere Gedanken nicht so ganz hilfreich. Nichts außer meine elenden kleinen Problemchen. Bleibt ihr stumm, halten sie euch für unhöflich. Das hat uns irgendwie so überhaupt nicht vorwärts gebracht. Was sagt ihr? Welche Option nehmen wir? Der zweite Punkt hat immerhin so ein bisschen, dass wir auch sagen, dass woanders das Gras nicht grüner ist. Ich glaube, und wir haben auch ja gefühlt ewig gebraucht, um unser Meisterwerk zu zeichnen. Dann würden wir sich vielleicht immerhin denken können, so von wegen, der hat sich doch noch immer nicht so ganz geändert. Verschont mich mit Geschichten eures gesegneten Stadtlebens. Ursula, vielleicht gehst du lieber zu Bett. Du bist krank.
Aber Mama, ich hab noch Hunger. Hier, Ursula, du kannst meins haben. Oh. Es ist nicht gerecht, dass außer Meister Andreas und mir niemand Brot bekommt. Oh, wait, hab ich das falsch gelesen? Hä? Ich hab gedacht... Okay, ich hab's irgendwie dann zweimal falsch gelesen. Okay, interesting. Halt, stopp! Ursula, gib es ihm zurück. Ich dulde keine Menschen in dieser Stadt, die sagen, wir hätten für unsere gottverdammten Gäste nichts zu essen. Oh, jetzt ist er aber... Ich erinnere mich gar nicht daran, dass er so sauer war. Das ist ja wie sein Vater geworden. Außerdem haben wir alle Arbeit, die auf uns wartet, nicht wahr? Gut. Und das ist ja, glaube ich, auch so eher so im Traditionellen, ne, dass man dem Hausherren an seinem Tisch nicht widerspricht, ne? Meine ich zumindest mal gehört zu haben. Ich muss weitermachen, Andreas. Wir sehen uns und euren Jungen später. Wir könnten sagen, ich dachte auch gerade, dass wir gehen sollten. Wir bitten um Verzeihung. Ist schon in Ordnung. Er hat nur schlechte Laune. Es war wunderbar, euch wiederzusehen. Danke, dass ihr gekommen seid. Werdet ihr zu Johannes Nacht bleiben? Ich weiß gar nicht, was Johannes Nacht ist. Ich weiß auch noch immer nicht, was die Johannes Nacht ist. Leute, Team Wikipedia, ich brauche euch. Das ist die Johannesnacht. Ich bin noch nicht sicher. Ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall in dieser Situation keine Zusage machen. Ich meine, es gibt scheinbar einen Geist hier in der Stadt. Nach dem sollten wir uns auf jeden Fall umsehen. Dann vielleicht bis später. Bis dann. Und die Zeit geht um. Wir gehen zu den Abendstunden. Mal gucken, ob wir automatisch ins Bett gehen. Oder ob wir nochmal durch die Stadt cruisen können. Und ja, an der Stelle sind wir fertig mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Follow oder Like da. Schreibt was in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne eine PM schreiben. Schaut auf YouTube vorbei, wenn ihr eine Folge verpasst habt. Da ist ich auch Dungeon Frog. Und schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Bis dann!